Sechs Freunde sind in einem Zeitloch gefangen. Nachdem Anna das Schloss mit magischen Reisigmännchen vor unheilvollen Eindringlingen geschützt hat, fühlen sich die Freunde wieder sicher. Nun können sie sich ihrem eigentlichen Problem widmen und versuchen, einen Weg zu finden, wie sie den Wald verlassen können. Magda hat ihnen gesagt, dass sie den Fluch des Falken lösen müssen. Isabel fühlt sich dem Falken sehr verbunden. Sie glaubt, dass er ihnen einen Hinweis geben kann, wie sie das Rätsel lösen können.